Hallo, ich hoffe, man hört mich. Wir schreiben den 5.9.2013, meine Damen und Herren. Und es kommt ein Statement von Panicfly. Wenn ihr so ein Glocken oder so im Hintergrund mal ab und zu hören solltet, denkt euch nichts, das ist nur ein Kackwichser, der mich aufgeweckt hat und der unten auf meiner Straße steht und seine Kartoffeln verkauft. Und ich wohne in der Stadt. Das müsst ihr euch mal überlegen. Naja. Ab und zu lässt er auch ein paar Schreie los. Sowas. Und will seine Kartoffeln verkaufen. Von dem her braucht ihr euch nicht zu wundern. Ja. Was. Ich glaube, er hat wieder geklingelt. So. Was geht? Ich habe ja lange kein Video mehr gemacht. Hab dann letztens mal wieder in meinen. Hör auf zu klingeln. Jetzt müsst ihr ihn hören. Moment. Nee, doch nicht. So. Okay, hab dann ein Statement von Fabi gesehen, als ich letztens mal wieder in meinen Kanal reingeschaut habe. Gründe, warum ich in letzter Zeit überhaupt nicht. Alter, es kommt mir vor, wie es wären Kühe auf meiner Straße. Ich muss mal. Boah, ich guck mal kurz runter, ob ich den Kerl sehe. Nein, ich sehe ihn nicht. Nee. Das ist immer das Problem. Ich gucke immer runter und dann sehe ich ihn aber nicht mal. Das heißt, ich müsste runtergehen, ihm sagen, dass er die Fresse halten soll und dann wieder nach oben gehen. Aber da bin ich eben auch zu faul dafür. Ach ja, meine Probleme. So, zurück zum Thema. Dann habe ich, genau, habe ich mich eingeloggt, habe Fabis Video gesehen. Ich war schon total verwundert, warum ich auf einmal so viele Kommentare habe. Dann sehe ich so, hä? Ich habe ein Video hochgeladen? Das geht doch gar nicht. Und dann, ja, habe ich mir das angeguckt und dann habe ich mir auch mal so überlegt, warum ich in letzter Zeit eigentlich gar nichts gemacht habe. Erstens hatte ich echt irgendwie gar keinen Bock auf gar nichts zu zocken. Ich habe hin und wieder mal ein paar Partien FIFA gezockt oder so, aber ey, wirklich sonst null. Kein COD, kein. Also sehr, sehr wenig FIFA. Kein, keine Ahnung, Skyrim, kein Monster Hunter, kein. Hello Kittys Reise ins Wunderland, was mich sehr gewundert hat, weil den Teil habe ich, ja, wie ihr wisst, totgesuchtet. Und auch Barbie auf dem Reiterhof, null auf jeden Fall, hatte ich echt einfach keine Lust und ich war ziemlich viel unterwegs momentan. Wie ihr wisst, Glocken, sorry. Auf jeden Fall, war ich einfach viel unterwegs und genau. Aber jetzt momentan komme ich wieder in die Zockerlaune, was natürlich auch an den neuen Releases liegt. Warum werde ich nicht verschont? Leute. Der versaut mein ganzes Video. So. Ja, ich komme wieder in Zockerlaune. Ich habe mal wieder Bock auch aufzunehmen. Natürlich werde ich Monster Hunter, also ja, hätte ich eigentlich auch mal wieder Lust drauf, das zu zocken. Ich glaube, ich werde mal bald wieder meine Wii U entstauben, die ich momentan überhaupt nicht benutzt habe. Und dann werde ich mal wieder Monster Hunter einlegen und muss aber erst wieder reinkommen. Ich habe ehrlich gesagt alles vergessen, wie ich aufnehme. Aber das müsste, ist eine Sache, glaube ich, von 10 Minuten. Und was ich auch vor allem jetzt zocke, ist Rome 2, das ist hier vor 2 Tagen rausgekommen. Ist ein Strategiespiel, meiner Meinung nach die beste Strategiereihe. Und da werde ich mit einem Kumpel ein Let's Play Together machen. Der hat auch einen Channel. Ist halt Schweizer, aber ist kein Problem. Man versteht ihn. Und mit dem habe ich geplant, ein Let's Play Together zu machen. Weil der auch schon Teile davor mal Let's Played hat. Und es ist ein richtig, richtig cooles Spiel. Also später, wenn man dann richtig fette Schlachten macht, das sieht einfach nur arschgeil aus. Und ich muss auch sagen, das Spiel ist ihnen auch in vielerlei Hinsicht ziemlich gelungen. Gibt noch ein paar Bugs, aber es passt schon. Ja, und ansonsten müsste ich mich mal mit Muhammad, Entschuldigung, Diktator Muhammad Al-Fadi
zusammensetzen. Und ich hoffe, er wird mich nicht umbringen. Er ist ja Diktator, ihr wisst Bescheid. Aber dass wir uns mal wieder zusammensetzen und auch mal wieder was zusammen aufnehmen, das wäre mal so eine Idee, meine lieben Freunde. Ah, ich habe gerade was gecheckt auf meinem Schreibtisch. Okay, Entschuldigung. Ja, das wäre mal so eine Idee. Und ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Vielen Dank trotzdem an die, die mir immer wieder geschrieben haben, ich soll weitermachen. Das ist sehr lieb von euch. Und ich hätte auch nicht erwartet, dass Fabis Video so viel Klicks bekommt und so viele Kommentare, weil ich dachte, ihr wärt schon alle abgehauen und hättet mich in Ruhe gelassen. Wehe, ihr macht das. Ihr wisst, was euch geschieht, wenn ihr Diktator Muhammad al-Fadi ärgert. Gut, ich glaube, das war's. Das mit dieser Drohung ist doch eine schöne Drohung, ne? Damit habe ich bestimmt den Tag versüßt und ich werde jetzt mal ein paar Sachen erledigen. Ich werde jetzt auch erstmal kurz Rome zocken. Und ja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache denkt. Schöne Grüße an meine Mutter. Du siehst das zwar nie und wirst es hoffentlich auch nie sehen. Aber ja. Und schöne Grüße an den Diktator. Rhabarberkuchen.